Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen bei Euro Truck Simulator 2. Wir sind hier mit unserer farbenfrohen Farbe unterwegs, mit dieser Speziallackierung, die ich dann bald wieder ändern möchte, aber müssen wir mal Geld verdienen und wir sind auf dem Weg nach Zürich. Ich schau mal rein ins Fahrzeug und wir starten noch gleich. So. Verdammt, hätten wir jetzt erstmal schlafen sollen. Ich glaube fast, das machen wir. Ich bin eh fast... ist schon blau. Okay, dann gute Nacht. Es fängt ja gut an. So, Madison hat 1,8 mit nach Hause gebracht. Das ist gut und... Irwin konnte keine Aufträge finden. Okay. Na toll. 1400 schon wieder verloren. Was ist das für Musik? Übrigens, wartet mal. Ich will mal. So. Ich hab's. Was wollte ich denn sagen, verdammt? Keine Ahnung, weg. Ich frage mich, wo die Musik herkommt. Keine Ahnung. Muss neu sein. Oder ich habe irgendwas verpasst. Ich überlege gerade, ob die mir auf den Sack geht. Auch mal die jetzt einfach mal laufen lassen. So. Ja, mein Ziel ist natürlich auch hier schnellstmöglichst wieder einen neueren LKW zu bekommen. Ne? Den Iveco würde ich dann an einen Mitarbeiter abtreten. Wollte ja ganz gerne noch auch den Standort noch ein bisschen ausbauen. Die Frage ist da aber auch wieder, vielleicht sollte man noch einen anderen Standort nehmen. Weil gerade wenn die nichts finden, ob die sich dann gegenseitig Konkurrenz machen und sich die Aufträge wegnehmen, ist natürlich dann auch blöd, ne? Achso, und meine Frage war, ist immer noch nicht gelöst. Ich muss mir das vielleicht selbst nochmal anschauen. Ich weiß immer nicht, wie ich starten soll. Also ich habe jetzt ganz normal gestartet. Ich glaube, DirectX ist jetzt nicht an und keine Ahnung, was da jetzt dann die beste Lösung ist. Wer von euch weiß, gerne in den Kommentar. Könnt ihr auch mal wieder einblenden, wann wir denn ungefähr da sind überhaupt. Na, Sprit müsste man nicht noch genug haben. Das ist vielleicht für euch auch interessant an, ne? Wenn ich es nochmal einblende. Weil ich mich jetzt gerade frage, war das F5? Oh, 550 Euro los! Für so schnell es war. Toll. Deswegen hat der auch gerade so gebremst hier, Vogel. Ja, super. Mist, ich muss hier rüber. Das ist aber echt ein teurer Spaß. Übrigens war ich mal überlegen, aber ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt, ist vielleicht auch gerade das falsche Video dafür, ob ihr auch Interesse habt, wenn es ein, als Beispiel von LS15 gibt es ja auch
LS 2014 für Mobile Gaming. Und würde euch sowas interessieren, wenn es da Neuigkeiten gibt und ich die vorstelle oder eher nicht? Baustelle ist ja auch krass. Also ich muss dazu sagen, ich kenne das Spiel ja kaum noch. Also, was heißt kaum? So ein bisschen halt, ne? Ich bin ja noch nicht so viel unterwegs gewesen. Das ist immer noch hier mein Charakter. Ja, mit dem ich einfach fast alles gespielt habe. Es gibt also keinen anderen, mit dem ich schon zig Stunden irgendwie durch hätte. Und deswegen kenne ich auch diese Originalmap hier noch nicht, die ja auch erweitert worden ist. Ist ja noch gar nicht so lange her, ne? Dass es da einen nächsten Patch gab. Gespannt bin ich da auch auf den nächsten Patch, der da kommt. Also erstmal kommt ja wohl demnächst, steht ja immer unten drunter, soll es ja dann auch die Erweiterung geben dann für Mercedes, dass dann wirklich alles eingeblendet wird. Ich weiß gar nicht, ob es auch ein neues Fahrzeug dann noch gibt. Das kann ich jetzt gar nicht beantworten. So, wir müssen uns wieder links halten, würde ich mal behaupten. Was haltet ihr übrigens von dieser Musik? Einfach mal drunter schreiben. Soll ich sie beim nächsten Mal einfach auslassen? Dass ich mal suche. So, wir machen die ein bisschen leiser. Machen wir mal eine Möglichkeit. So eine Lackierung, die richtig schön, diese Airbrush-Dinger hätte ich ja ganz gerne mal eine, aber du bist ja, was waren das? War das 30, 40.000, oder? Für so eine Lackierung. Das ist schon echt schon eine Hausnummer. Zürich, war richtig. Ist eh eine eigene Spur, okay. So. Ich weiß gar nicht, da müsste ich auch noch Arbeitsamt und so abfahren. Okay, 50 sind erlaubt. Ich muss nämlich gleich wieder blitzen hier. Oh nö, ich wollte... Die Fahrt hat sich ja gelohnt. Na, bleibt schon noch ein bisschen was über. Das ist ärgerlich, ne? Das ist echt knallhart. Kommst halt auf diesen Streifen drauf, schon geht's als drüber gefahren. Mir hat man die Bremsen gewöhnt, denn ich habe die noch ein bisschen anders eingestellt. Die war mir einfach zu hart. Und diese Musik, ich weiß auch nicht. Ich guck mal, woher die kommt. Option, Audio. Ist ja schon ziemlich leise, ne?
Okay, das ist aber neu. Also ich habe das nicht angestellt. Nicht, dass ich wüsste. Na, wenigstens Irwin verdient was. Das tritt bloß auf die Bremse, nicht, dass ich jetzt hier gleich wieder... So, wir müssen wieder links rüber. Übrigens, wenn ihr mal einen richtig schönen Mod empfehlen könnt, also einen LKW, dann gern her damit. Ich habe schon mal bei Modhoster geguckt, aber da gibt es ja nicht wirklich viele, ne? Oder sind auch alle dann zum Teil schon veraltet? Warte mal. Jetzt mal hier reinfahren. Dann hinten rum. Oder gibt es da noch eine Einfahrt? Nee, es gibt keine Einfahrt mehr. Na, ich werde mal hier drehen, da ist ja gerade niemand hinter uns. So. Also pünktlich sind wir auf jeden Fall. Und das Parken machen wir natürlich wieder selbst. Okay. Jetzt wird's wieder peinlich. Eigentlich sollte ich das ja wenigstens hinkriegen, wenn das hier gerade ist, ne? Ich habe ja nicht so Probleme mit Rückwärtsfahren. Ich habe keine Ahnung, warum das denn mal. So, ich glaube, das steht perfekt. Und von draußen nochmal. Ja, Ast rein. So, wie sieht's denn aus? Verspätet? Ja, also, das war blöd. Okay, weil wir dann am Anfang wahrscheinlich dann noch geschlafen haben. Ich habe nicht wirklich auf die Zeit geachtet, wann wir da sein müssen, gebe ich ehrlich zu. Und das sollte ich dann beim nächsten Mal auch tun, dass wir dann zur Not halt mal durchziehen. Ne? Was haben wir denn jetzt noch? Level 13, also Level 12 ist noch nicht mal die Hälfte. Okay. Wo hier steht die Erfahrung? 17.085 von 18.7. Ja, dann haben wir es ja doch bald. Okay, das war's schon wieder und ich danke euch fürs Zuschauen und wir werden natürlich zusehen, dass wir hier wieder einen vernünftigen Auftrag an Land ziehen und uns das Geld für den nächsten LKW verdienen. Na?
YouTube. Vielen Dank fürs Zuschauen und für euer Feedback. Macht's gut!